Hallo Leute. Ich habe wieder Post bekommen. Klasse, oder? Jetzt wollen wir mal schauen, was da drin ist. Jo, das ist in dem Paket drin. So, mal kurz ein Allround-Blick um den Karton. Die Rückseite. Hier sieht man ihn schon, den schönen Bus. Und ja, der Karton ist so gemacht, dass man ihn aufklappen kann. Ihr seht, er ist hier auch schon geöffnet. Ich muss ganz kurz dazu sagen, den hat mein Sohnemann zu Weihnachten bekommen. Und er hatte an Weihnachten so viele tolle andere Sachen bekommen, dass wir noch gar nicht zum Auspacken, Aufbauen und so gekommen sind. Ich habe am Heiligabend so ein bisschen damit rumgemacht, ihn aufgemacht und mal geschaut. Aber besonders weit bin ich noch nicht gekommen. Hier mal als erstes natürlich der Bus, die Mystery Machine in vollem Glanze. Und ich sage bewusst, ja, gerade der Bus, weil das war mitunter der Grund, dass ich ihn mir unter den Nagel gerissen habe, sozusagen jetzt, weil ich gesagt habe, der sieht ja aus wie mein VW-Bus. Das Dach kann man abnehmen. So, ein Blick nach innen. Ein bisschen dunkel jetzt gerade. Die Sonne ist heute gut zu uns, deswegen habe ich heute so einen Unpacking-Film geplant vor dem blauen Hintergrund. Das kann man aufmachen, das Dach. Da geht es auch wieder zu. Ja, und hier eine Seitentüre. Und hinten eine Doppeltür. So. Hier ist allerhand Zubehör. Die obligatorischen Playmobil-Kataloge, damit das Kind auch gleich das nächste Zeug kauft. Weiß jetzt nicht, ob das hier speziell ein Scooby-Doo. Hier ist auch einer von Scooby-Doo mit drauf. Und hier natürlich, oder was ist das? Ah, das geht hier auf. Ich glaube, das betrifft jetzt nur die Scooby-Doo-Reihe von Playmobil. Weiß nicht, was das ist. Ein Aufkleber ist das, wo der hin soll. Der soll, glaube ich, nicht ans Fahrzeug. Hier ist die Aufbauanleitung. Bla 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 bla. Jo. So, ich mache hier mal geschwind alles raus. Dann kann man besser schauen. Also noch als Aufkleber sind dabei ein Geist und er hier, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Diese drei sind als Aufkleber mit dabei. Das habe ich gemacht, damit es hier schön im Hintergrund ist. So. Und ja, also das ist die Sache. Das sind noch so die Zubehörsachen. Ihr seht hier, es ist noch drinne, es ist aufgerissen, wie gesagt, weil ich angefangen habe, da zu bauen. Ach ja, hier sind noch mehr Aufkleber. Hier war, glaube ich, das ganze Papierzeug und sowas drinne. Wir wollen uns zwischendurch bedanken bei Super Blondie wieder. Von der hat er das zu Weihnachten bekommen. Diese Figuren hier sind mit dabei. Ich weiß leider jetzt nicht, wie die heißen. Da steht vielleicht in diesem Heftchen drin. Oder mit Sicherheit. Und bei mir ist das so lange her, dass ich die Serie gesehen habe. Drei Figuren sind mit dabei. Der Typ, der blonde Typ und zwei Mädels. Da sehe ich gerade eine rothaarige. So. Ach, und hier noch mehr. Hier ist der Hund. Hier ist der Hund. Der Hund ist doch der Scooby-Doo, oder? Und noch so ein Blonder, keine Ahnung wie die heißen, und wo ist das, ein Doktor, oder ist das, der hat einen Bart, keine Ahnung. Also,
Und der eigentliche Grund, dass ich ihn mir jetzt gekrallt habe, ist diese Ähnlichkeit zum VW-Bus. Ich will das mal hier überblenden, einblenden, ein Seitenbild von meinem VW-Bus. Den habt ihr jetzt, weiß Gott, auf Gamer Kramer in Minecraft. Habe ich den ja oft genug nachgebaut oder es versucht, ihn nachzubauen. Natürlich ist das hier ein US-Van, wie es in den USA gebräuchlich ist. Da kann ich dann noch eine Playmobil-Figur reintun. Ich habe aber noch nicht vor, ihn umzuspringen. Ist ja schließlich auch das Spielzeug von meinem Junior. Und also, so wie mal dazu, das wird dann nicht einfach veranstaltet und gemacht. Das ist alles dabei und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass er mir den jetzt geliehen hat. Der wird hier einen schönen Ehrenplatz bekommen. Ich denke mal, beim Castle Grayskull, bei den Masters of the Universe Figuren und den Star Wars Besonderheiten. Ich sage soweit mal so gut. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir Spielzeug ausprobieren oder auspacken.